Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euer Lenkrad in GTA 5 und auch in GTA Online benutzen könnt. Zusätzlich natürlich auch die Gas- und Bremspedalen logischerweise. Und das Ganze habe ich für euch einfach schon mal vorbereitet, damit ihr das in wenigen Schritten einfach nachmachen könnt. Es gibt zwar schon Videos darüber, aber die habe ich selbst alle ausprobiert und da gibt es schon ein Hin und Her. Da muss man manche Dateien echt drüber schieben, weil es für manche eben für viele auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt das Ganze so vorbereitet, dass eigentlich für jeden funktionieren soll. Das Ganze natürlich auch mit jedem Lenkrad. Ich nutze jetzt hier bei mir ein Logitech G923 True Force. Das ist einer der aktuellen, sogar das aktuellste, glaube ich, Logitech Lenkrad. Aber das sollte auch mit jedem Lenkrad funktionieren. Das können wir einfach jetzt so machen. Ich tue hier schon mal die Szene wechseln und zwar auf meine Browseraufnahme. Die Seiten sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und zuerst kommen wir hier auf diese Xbox-Seite. Die ist nämlich dafür da, dass wir unser Lenkrad überhaupt erstmal in GTA 5 reinbekommen. Denn GTA 5 unterstützt keine Lenkräder, wie zum Beispiel normale Racing-Games oder Simulatoren. Das müssen wir hier jetzt selbst machen. Dieser Emulator tut nämlich dafür sorgen, dass euer Lenkrad als Controller anerkannt wird. Und Controller sind ja kompatibel mit GTA 5. Das bedeutet, wir downloaden uns das jetzt einmal und zwar die neueste Version hier, nicht die zwei hier hinten, die neueste, Download for All Games. Klicken wir auf Download und dann tut das Ganze auch runterladen. Bei mir unten links, bei euch vielleicht oben rechts, kommt drauf an, welchen Browser ihr benutzt. Die zweite Seite ist Mediafire, das ist eine von mir selbst hochgeladene Ordnerdatei und zwar braucht ihr, um diese zu öffnen, WinRAR oder WinZip, wie es hier zum Beispiel Mediafire vorschreibt, einfach downloaden. Ich empfehle WinRAR, habe ich glaube ich auch. Und damit funktioniert das auch, ist kostenlos. Da klickt ihr einfach auf dem blauen Download-Feld, nicht auf die Werbung, die hier rum ringsherum manchmal ist, einfach auf Download. Das sind zwei von mir geprüfte Dokumente, die funktionieren. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier oben schon eine Werbung, wo Runterladen steht. Das ist aber eigentlich nur Werbung. Und dann, wenn hier steht Not Working, wenn es bei euch nicht runtergeladen hat, klickt ihr auf Repair Your Download und dann sollte das eigentlich starten. Ihr seht hier unten links, wir haben jetzt beide WinRAR-Dateien, Archive runtergeladen. Das bedeutet, wir können jetzt auf unseren Desktop gehen. Ich habe mir jetzt einmal hier die beiden WinRAR-Dateien runtergeladen und natürlich auf meinen Desktop getan. Übersichtlicher ist es. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, die für ja entscheidend ist, wenn wir das machen. Und zwar nutzt ich für mein Logitech-Lenkrad das G-Hub. Das ist der Treiber für mein Lenkrad. Ohne das funktioniert mein Lenkrad nicht. Wenn ihr euer Lenkrad nicht bei Logitech habt, wenn ihr es da habt, dann müsst ihr auch das G-Hub runterladen. Wenn nicht, müsst ihr es bei eurem Anbieter, euren Treiber runterladen. Ich weiß zwar nicht andere Marken, ich glaube Shoemaker, ich weiß es nicht ganz genau, wie die anderen Marken heißen. Ich kenne nur Logitech. Und wenn ihr bei Logitech das habt, ich weiß nicht, wie man das bei anderen einstellt. Ich habe es halt nur für Logitech gemacht. Hier seht ihr halt bei der Reichweite, die können wir hoch und runter schieben bis 900. Für GTA 5 aber maximal 180 einstellen. Das ist das unterste. Ach, das sieht man hier gar nicht. Schiebt mal hier rüber. Hier sieht man es, 180. Das müsst ihr auf 180 stellen. Alles darüber ist einfach nur schlecht, das bringt keinen Fahrspaß. Denn die Devs, es gibt auch eine kleine Dev-Zone, die ist aber, wenn man sich dran gewöhnt hat, gar nicht mal so schlimm. Aber ihr wollt ja nicht euer Lenkrad viermal umdrehen, damit sich, bis es im Spiel 90 Grad bewegt hat. Dafür sind diese 180 Effizienz, also essentiell. 180 ist ideal, 90 nach rechts, 90 nach links sind 180. So, wenn ihr das getan habt, könnt ihr, also ich lasse es immer offen. Ihr könnt es auch offen lassen, damit fühle ich mich immer wohler. Und ja, dann geht ihr einfach hier in euer GTA 5 Verzeichnis, je nachdem, wo ihr das runtergeladen habt. Ich habe es über den Rockstar Games
Launcher gleich gemacht. Seht ihr ja auch unten. Manche haben es auch über Epic Games oder Steam. Da müsst ihr auch jedenfalls in euren Ordner gehen. Und wenn ihr den Ordner dann habt, ich ziehe das Ganze mal hier nach links. Und dann geht ihr hier auf GTA 5 Emulator. Das sind nämlich die zwei Dateien von mir selber. Ich weiß selbst auch gar nicht mehr ganz genau, wo ich die her habe. Es war so ein Hin- und Hergewurschtel. Ich habe jetzt meine Dateien hier genommen. Da mussten auch noch Sachen hinzugefügt werden, damit es überhaupt funktionieren kann. Das habe ich jetzt hier alles schon drin. Das heißt, ihr müsst da gar nichts mehr machen. Einfach nur noch in den GTA 5 Ordner verschieben. Und dann sollten die normalerweise hier ganz unten angezeigt werden. So, das wird schon mal fertig. Dann müssen wir nur noch das X360CE reinmachen. Das ist nämlich eine Exe-Datei. Die führt das Ganze nämlich aus. Das ist der eigentliche Emulator. So, das Ganze brauchen wir hier schon nicht mehr. Können wir in den Downloads-Ordner wieder zurück verschieben oder im Papierkorb, wie es euch recht ist. So, mit den Dateien müssen wir gar nichts mehr machen. Das habe ich alles für euch schon gemacht. Ihr geht jetzt nur noch in den X360CE. Das öffnen wir einmal. Und ich muss das Ganze hier nochmal bestätigen, denn normalerweise ist das schon drin, aber wenn nicht, da müsst ihr hier bei Programm als Administrator ausführen ein Häkchen reinmachen. Ganz wichtig, um Fehler zu vermeiden, das Ganze ist hier unter Kompatibilität. Ich kann schon wieder kein Deutsch, dann übernehmen und okay. Und dann öffnet ihr das Ganze. Bei mir sieht das jetzt hier so aus. Hier stehen zum Beispiel schon drei Sachen drin. Ich tue das Ganze jetzt einmal clearen. Und dann würde ich sagen, tue ich mal hier kurz mein Lenkrad und die Pedalen vor die Kamera positionieren. Das Ganze habe ich jetzt mal gemacht. Hier ist mein Lenkrad. Das kann ich jetzt bis 90 Grad so rumdrehen. Und dann ist auch Schluss. Ihr geht jetzt hier in-game, also in dem Programm, auf Add. Und dann sollte sich das hier öffnen. Da seht ihr jetzt Tastatur, Maus und euer Lenkrad, wenn ihr alles richtig angeschlossen habt. Das wählt ihr auch aus. Nicht auf Maus, hier sollte alles der Haken raus sein, nur bei eurem Lenkrad. Dann geht ihr auf Add, Selected Device. Das ist jetzt hier auch oben ausgewählt. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Und zwar müssen wir jetzt diesen Controller jetzt so modifizieren, dass es unser Lenkrad erkennt. Das heißt, wir geben jetzt diesem Controller die normalen Einstellungen. Zum Beispiel oben rechts haben wir jetzt diesen Trigger. Da klicken wir einmal drauf, normal Linksklick und dann Record. Und jetzt drücken wir einmal unser Gaspedal, womit wir natürlich Gas geben, die Schnelligkeit beschleunigen. Und das drücken wir einmal zum Beispiel ganz durch. Und dann seht ihr auch, wie hier sich das grüne, ja, dieser Streifen bewegt und sich hier die Zahl verändert. Wenn ich nichts mache, 0 auf maximal 250. Dann einmal ganz links, left der Trigger, Record und jetzt drücken wir unser Gaspedal einmal durch. Ganz durch müssen wir es nicht drücken, wir müssen einfach nur so viel drücken, dass er es hier erkennt. Dann müssen wir hier die Sticks Axis X, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, einmal anklicken und dann Record. Dann zeigt er jetzt den Pfeil nach rechts. Das heißt, wir nehmen unser Lenkrad und steuern nach rechts. Der hört dann auf bei 90 Grad, wie ich es eingestellt habe. Und dann noch einmal nach links. Und dann können wir es auf den Ursprung zurücksetzen. Ganz wichtig, Save All klicken, damit er das Ganze auch speichert. Dann können wir das einfach hier klein machen, indem wir das minimieren. Nicht auf Schließen drücken, weil sonst funktioniert es im Spiel nicht. Einfach auf Minimieren. Jetzt sehen wir es hier auch unten nicht, aber wenn wir hier unten gehen, dann sehen wir es auch hier. Der Xbox, der ist der Emulator, den können wir jetzt öffnen oder schließen. Das lassen wir jetzt einfach hier so mal und dann können wir auch schon unser Spiel starten. Ich gehe jetzt einmal zum Testen in den Story-Modus. In GTA Online funktioniert das Ganze auch, ich nutze es auch in Online. Ich spiele eigentlich nur GTA Online und da benutze ich auch normalerweise immer nur das Lenkrad. Und das sollte auch problemlos bei euch funktionieren. Wir sind jetzt auch im Story-Modus angekommen. Ich gehe jetzt mal mit Franklin zu seinem Auto. Da steigt jetzt einmal ein. Ich nutze die Ego-Perspektive am liebsten. So, und dann drücke ich jetzt mal hier auf das Gas und ihr seht, das Auto tut sich bewegen, Lenkrad funktioniert auch,
Beim Lenkrad ist jetzt eine Sache noch wichtig zu wissen. Es gibt eine kleine Death Zone. Die habe ich selbst nicht rausbekommen, aber an die habe ich mich inzwischen auch gewöhnt. Ihr seht, hier funktioniert in dem kleinen Bereich nichts. Wenn wir weiter einlenken, dann fängt er hier ungefähr ab etwa 25%. Ja, 24-25% Einschlenker tut er dann auch anfangen zu bewegen. 90% sind bei denen auch etwas mehr, über 90% als im Spiel. So weit, wie man halt normalerweise auch steuern kann. Ich tue jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben und fahre mal hier runter. Ich gebe jetzt hier mal Gas und drücke jetzt das, Moment. Einmal tue ich jetzt hier bremsen und zwar jetzt. Und ihr seht, hat einwandfrei funktioniert. Jetzt kann ich einfach wieder losfahren und ganz normal das Lenkrad hier eben benutzen. Das Ganze funktioniert auch in GTA Online problemlos. Und wir können natürlich auch mal sehen, wir könnten jetzt auch hier mit der Bremstaste, die ist natürlich auch für das Rückwärtsfahren verantwortlich, da können wir jetzt auch, wenn wir eine kleine Parklücke haben, einfach hier in den Modus reingehen und dann mit der Bremspedal einfach hier einparken. Und das funktioniert jetzt alles. Ihr müsst natürlich euer Lenkrad immer angeschlossen haben. Das G-Hub weiß ich nicht, ob man das immer offen haben muss. Ich mache es einfach vorsichtshalber, damit es funktioniert. Und ja, das wäre es auch schon gewesen. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Junge, wer quatscht hier zwischen meinen Moderationen? Warte auf den Bus und gut ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein und ciao, Leute.